Schaut mal, was ich ausgebuddelt habe, Leute. Garden Life. Ja, der Satz musste sein. Ich habe dieses Spiel vor kurzem gekauft. Das hatte ich auch schon ganz lange im Auge, weil ich das so süß fand. Weil da steht ja auch A Cozy Simulator, ne? Also ist mal ganz auf Englisch hier und so, ne? Und ja, die, wo mich kennen, die wissen, ich kann eigentlich nicht so Englisch. Deswegen bin ich ganz stolz, wenn ich das so richtig ausspreche. Und das fühlt sich so richtig an. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder egal. Ich sammle so viel. Leute, das Spiel ist richtig süß. Ich habe ein bisschen im Kreativmodus rumgeklotzt, um zu gucken, ja, was muss man hier eigentlich so machen? Und dann habe ich natürlich auf Steam geguckt, was da eigentlich so drin ist. Habe unten die Sachen gelesen. Und ja, es geht wirklich komplett um Blumen und nicht um Obst und Gemüse. Also wer jetzt hier Garten-Simulator mit Obst und Gemüse gucken will, der ist hier, glaube ich, falsch. Aber ich finde die Idee richtig schön, einfach mal schön Blumengarten anzulegen. Und ja, es gibt einen Story-Modus und Kreativmodus, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Und den Story-Modus, den spielen wir jetzt. Das ist die Geschichte. Ja, hier habe ich angemacht, aber die Musik war so krass laut. Ich musste echt abbrechen. Jetzt bin ich vorbereitet und werde vielleicht im Nachgang nachjustieren. Mal gucken. Also, wir starten mal die Geschichte. Tauche in die Welt und die Geschichte von Garden Life ein. Während du alle einzigartigen Bewohner kennenlernst. Empfohlen für neue Spieler. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, geh mal ganz gemütlich da rein. Jasmine, it's so great to finally meet you. Thanks a bunch for stepping up and volunteering. This garden really means a lot to us. Ja, ich bin auch froh, dass ich mich gemeldet habe. Oh, schön. Feel free to have a look around. The garden's not going anywhere. Sieh dich hier gerne um. Der Garten verschwindet schon nicht. Ja, ihr kennt es ja vielleicht von anderen Let's Plays, also von den wenigen, die ich so mache, dass ich oft eigentlich vorlese, was da steht, weil ich das selber gerne auch mag. Ich werde hier nicht alles vorlesen können, weil halt die Musik im Hintergrund, ihr habt es ja eben gehört, also gut, ihr habt es nicht gehört, ich habe wahrscheinlich nachjustiert, aber die Musik ist so krass leise eigentlich eingestellt. Und sie ist in dieser Szene einfach super laut. Da werde ich nichts vertönen können. Aber gut, also ihr werdet auch ein bisschen mitlesen müssen. Ich weiß nicht, wie umfangreich die Story ist, ich weiß ja gar nichts, aber ja, wir wurschteln uns hier schon so durch, ne? Nicht genug Geld. Natürlich, ich gehe direkt zum Automaten, wo ich nichts machen kann. Blooms und Soda. Blooms Soda. Ja, gibt es hier Blumen oder gibt es hier... Nee, da gibt es wahrscheinlich blumiges Wasser. Was haben wir hier? Ein Vögelchen. Okay. Für heute nach Hause gehen. Nein, wir sind ja gerade erst angekommen, ne? Happy Flower Time. Ja, dort ist der Garten. Und das, die haben ja gesagt, es ist ein Gemeinschaftsgarten. Da würde man eigentlich schon denken, dass da eigentlich auch Gemüse und so ist, ne? Aber ich habe davon kein Anzeichen gesehen, weder auf Steam noch irgendwie, ja, in der Zeit, wo ich da bei dem Kreativmodus war. Lieferkiste. Oh, da ist ganz schön viel drin. Könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr hier jetzt dabei seid und ob euch das Spiel gefällt, ob ihr das schon kennt überhaupt, ob ihr das selber spielt. Würde mich echt interessieren, weil ich habe jetzt hier wirklich zum ersten Mal ein bisschen reingeklotzt und auch kein Let's Play geguckt oder so. Also ich bin hier wirklich ganz, ganz noobmäßig unterwegs. Ach so, und was ich auch mache, ich mache halt so portioniertes Let's Play, nenne ich das. Ja, das heißt, ich werde so ein paar Sachen aufnehmen, vielleicht 3 oder 5 Folgen oder 10 und werde die dann halt online stellen, so zeitnah. Und
Je nachdem, wie ich halt Zeit habe und wie es so läuft, mache ich dann nochmal einen Block. Also, ich weiß noch nicht, wie groß der Block wird hier. Das As you can entwickelt see, sich. you've got your work cut out for you. I wanted to come by myself, but I've just been so busy. Man sieht, du hast alle Hände voll zu tun. Ich wäre gern selbst vorbeigekommen, aber ich hatte so viel zu tun. Ja, alle haben viel zu tun. Aber ich werde das nicht alles vorlesen, weil manche können Englisch und dann lesen die das, also dann hören die das quasi doppelt. Ist auch doof, oder? But now you're here, and you can look after the garden properly. And I reckon you're going to do great. Ja, ich bin auch überzeugt, dass wir das hinkriegen. Allerdings sieht der echt ganz schön, also The im best starting point Kreativmodus. is probably the weeds. You can rip them straight out of the ground. You should buy a sickle. Makes it much faster. Eine Sichel empfiehlt sie. Ja, wir können es erstmal mit den Händen rauszupfen. Kriege ich Handschuhe, bitte? A few weeds in the garden might keep pests away from your plants, but too many and all they'll do is steal water. Ah, ist auch gegen Schädlinge. Dann sollten wir eigentlich ein paar stehen lassen, ne? Ich meine, was heißt auch Unkraut, ne? Es ist einfach eine andere Art Pflanze, die wir irgendwie nicht benutzen. Obwohl, es gibt ja auch Pflanzen, die dann irgendwie andere behindern beim Wachsen oder so, ne? Nee, also ich bin keine Gärtnerin, ne? Also das ist schon mal klar, Leute. Ich bin auch in dem Punkt echt ein Noob. It's a fine balance. Always something to keep you on your toes. Ja, ein empfindliches Gleichgewicht. Gut. Ach ja. Dann nehmen wir erstmal die steht mich voll im Weg. Jetzt haben wir schon mal einen Laubhaufen. Den können wir auch aufheben, ne? Jetzt haben wir einen Riesenlaubhaufen. Da steht 53. Aber man hat keinen richtigen Cursor. Entferne Unkraut aus dem Garten. Und da ist irgendwie ein X und eine 2. Oh, X und eine 2. Das war einfach eine 11. Das fängt ja gut an. Ja. Wie kann man denn das hier wegräumen oder muss man das freischalten? Im Kreativmodus war das nämlich nicht so. Da konnte ich dort hinten auch reingehen. Das ist alles noch nicht betretbar für mich hier. Oh, die Rosen. Können wir die gießen? Ui. Ja, okay. Hier ist Wasser. Ich habe keine Gießkanne dabei. Hier unten ist das zum Ausrüsten. Das wird mit dem Mausrad einfach gedreht. Finde ich super bequem. Sieht doch echt toll aus. Ist ein schönes. Wie nennt man es? Ein schöner Werkzeuggürtel. Okay. Ist auch ein Laubhaufen, dicker Vetter. 218. Komposttonne öffnen. Dann machen wir das mal rein. Ein Laubhaufen, der kompostiert werden kann. Ja, das dachte ich mir. Machen wir noch ein bisschen weg. Oh, die ist ja voll Footy. Ja, im Kreativmodus sieht die auch anders aus. Ich hätte da vielleicht doch nicht reingucken sollen. Aber ich wollte ja wissen, wie das so läuft und wie die Einstellungen von der Grafik am besten sind. Da hat man ja so viele Möglichkeiten. Spinnewebs. Wir haben ja Spinnewebs, so nenne ich die so, wenn ich zu Hause bin. Spinnweben. Heißen sie natürlich. Oh. Das sah jetzt aus, doch, das ist kaputt, oder? Das ist ein kaputtes Fenster. Ja, wie komme ich denn jetzt dazu, ja, Aufträge zu machen oder so? Weil irgendwo habe ich was gelesen. Im Kreativmodus wegen Aufträge. Und da wären keine da. War das hier? Wir haben den Vogel verpasst. Ich glaube, das war hier. Ach, kann ich noch nicht benutzen? Oh. Ein Gartenbuch haben wir. Amaryllis. Ach, guck an. Ich weiß gar nicht, was hier. Ob das Knarren gehört. Da ist eine Katze. Oh mein Gott. Oh ja, das in die Hocke gehen, das ist wirklich ein bisschen. Ja, man könnte es ein bisschen smoother machen. Oh, ich muss noch 5 Unkraut entfernen. Ich muss auch mal lesen, was da steht. Das ist gar nicht meine Stärke, Leute. Ich übersehe sowas gerne.
Also nicht gerne, gerne, sondern aus Versehen. Gerne. The compost bin is a great way to make weeds, leaf piles and plant cuttings more Ja, useful. ich weiß, hier, ne? Leave them in here long enough and they'll turn into compost you can feed to your plants. Ja, sie werden zu Dünger, den du deinen Pflanzen geben kannst. That'll make the plants grow faster, which basically means a quick way to a prettier garden. Ein schneller Weg zu einem schöneren Garten. Dann machen wir die auch mal rein. Gut. Okay, last bit of cleanup. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. Aha, dafür brauche ich eine Schaufel, okay. It's a shame none of the plants made it, but their seeds should still be salvageable. Oh, wie cool. Ja, also die Pflanzen haben nicht überlebt, aber vielleicht können wir noch ihre Samen bekommen. Also war es das wohl mit den Rosen? Oh, das ging schnell. Oh, das ist eine neue Pflanzenvariante entdeckt. Rosen. Rote Rosen. Wie schön. Cool. Da kommt hier jetzt wahrscheinlich auch eine neue Sorte. Nein? Doch. Gelbe Narzisse. Das war also so eine. Wo sind denn die Samen bei der Rose? Die müssten ja in der Blüte sein, ne? Ich kenne mich da. Nee, warte mal. Doch. Hä? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Oje, oje, oje. Und die Auskenner, die sitzen jetzt da und schreiben schon einen Kommentar. Ja. Ihr macht mich I schlau, see bestimmt. you've brought a rucksack with you too. Smart. I don't think I ever saw Robin without theirs. They're great for just throwing anything and everything inside. Ja, Rucksäcke sind immer gut, ne? Wo haben wir den denn? Lagerhaltung, verwende. Ja, das ist das hier. Das soll das Mausrad sein, oder? Und Tab für zu öffnen. Great work so far. I think there's enough room to start planting now. Okay, wir können jetzt mit den Pflanzen also anfangen. Seeds need a little bit of room to be able to grow properly. Some more than others. Otherwise, you can plant them anywhere. Gut, manche brauchen mehr I've left Platz. Robin's plant book in the shed too. If you're ever unsure what a plant needs, you can probably find it there. Ah, da steht dann, was eine Pflanze braucht. Okay. Ja, ins Buch haben wir schon reingeguckt. Wir waren schon schnüffeln. Aber dann gehen wir jetzt mal nochmal hin. Ja, hier steht nicht, was die brauchen. Ah, doch, hier. Man sieht es doch. Herbst, Winter. Jo, weiß ich nicht. Die brauchen halt Erde und wachsen dann, ne? Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Wir haben 37 Seiten hier. Clematis. Das hier ist bestimmt Frühling. Alpenfeilchen. Das ist so ein süßes Buch. Guckt euch mal an, wie wunderschön das ist. Und da gucken Blätter raus, Mensch. Das ist toll. Was haben wir hier? Q und E. Ich habe jetzt immer D gedrückt. Machen wir mal E. Ah, das sind die Dorfbewohner. Ich glaube, Jasmine kann alles schaffen, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Und irgendwer schleicht hier rum. Irgendwas knarrt hier immer. Sind wir das? Ich weiß nicht. Wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat, Leslie mit dem Laden helfen, ihr eigenes Geschäft führen, die ganzen Statuen im Pavillon entwerfen, Statuen im Pavillon, und herstellen. Sie ist sehr talentiert. Sie hat immer sehr interessante Geschichten auf Lager. Okay, das heißt, sie erzählt uns eh immer alles. Orientierung und Interaktion, das hier ist quasi die Info. Du kannst dich frei bewegen, du kannst dich umsehen. Ach, guck mal, ist auch gleichzeitig eine höhere Seitenzahl. Das heißt, es ist nicht 37 Seiten nur mit Blumen. Ja, genau, wie man das hier platziert und so, das habe ich mir schon angeschaut im Kreativmodus. Es ist so süß gemacht, Mann. Du, platziere eine Eichhörnchenbank. Baue einen Gartenstand auf. Ich will jetzt nicht alles lesen.
Wir sind ja noch hier in der Einführung. Das ist unser Lager. Ach, wie toll, ne? Also solche schnucklichen Spiele braucht die Welt, oder? Hier könnten wir nichts reintun. Doch, die Schaufel. Weil das ein Werkzeuglager ist. Ich könnte auch vorher mal lesen. Hier haben wir noch die. Da kommen quasi fertige Blumen rein. Und hier haben wir Samen. Hier könnten wir die Samen reinmachen. Gelbe Narzisse zum Beispiel. Wir haben, was für eine Jahreszeit? Das ist eigentlich das Tee hier. Das ist die Uhr einfach, ne? Wir haben jetzt nachmittags um 3. Tatsache. Tee für Time. Okay. F? Weiß ich nicht. P? Kamera? Uiuiui, wir machen erstmal ein schönes Foto. Genau. Ui, das ist cool. Ich schaue ein Stück zurück. Ja, wir sind einfach im Flugmodus sofort, ne? Oh. Wie cool. Jetzt bin ich wieder hier. Ah ja, weil ich dort angefangen habe. Gut. So, was machen wir noch? Ich soll Rosen pflanzen und Narzissen. Ja, muss ich hier irgendwo machen, ne? Da wir beide pflanzen müssen, muss ich die wiederholen. Ja. Das Lager war trotzdem praktisch. Es wird dunkel, oder? Irgendwie wird es dunkel. Neben dem Kompost? Vielleicht lieber hier am Zaun? Oh, der Zaun ist aber auch... Also die hat den auch nicht richtig gepflegt, glaube ich. Achso, nee, ich wollte den drehen. Wie kann man noch drehen? Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Achso. Ja, ja, okay. Also das, die eine Maustaste gedrückt halten. Ach nee, ohne. Einfach nur. Ah ja, okay. Ja, ja, ich krieg das schon hin. Ja, als ich im Kreativmodus reingeglotzt habe wegen Steuerung, das ist ja auch schon wieder, ich weiß nicht, eine Woche her oder so. Das reicht, um alles zu vergessen. So? Oh. Wo kommt das her? Oh, wow. Ich muss mal kurz. Ach so, zoomen geht nicht. Das ist ja... Ich lasse mich immer ablenken. Ah, höher kann ich nicht. Okay. Wow. Toll. Oh, die Rose hat echt... Der Rosenbusch. Ich sehe nichts. Ich habe keine Taschenlampe. Wir müssen uns beeilen. Ich kann die dann nicht mehr umpflanzen, ne? Oh. Stimmt. Also ich muss mich beeilen, weil ich bald nichts sehe mehr. Das ist nämlich unpraktisch. Wir können die Schmuddelecke ein bisschen verschönern. Ein bisschen Tarnung. Oh, ich habe Gießkanne. So here is your watering can. It's a little small, but it'll work for now. Also so klein sieht die gar nicht aus. Every seed you plant will need some water to get it going. Then need watering regularly. Okay. Underwatered plants will be brown, crispy, and they'll droop a bit too. And the ground around them will be discolored. Ja, das ist auch ein trauriges Bild dann, ne? Ja. Aber erstmal muss Wasser rein. Es wird langsam spät. Ja, ich weiß, aber die Blume, Mann. Moment. Kann ich? Ach so, nee, ich muss die ausrüsten. Hä? Nein? Ich mache bestimmt ganz sinnvolle Sachen. Ich kann die doch hier eigentlich hinmachen, oder nicht? Nein, die ist voll. Ernsthaft. Wegen der grünen Farbe dahinter. Ich habe es nicht gesehen. Die hat mir eine volle Gießkanne gegeben. Das ist, also, ja. Darauf muss man auch erstmal kommen hier.
So, hier ist alles nicht braun mehr. So. Wo haben wir noch? Wo haben wir noch? Ich glaube, ich bin fertig. Hier nicht ausreichend. Ich habe doch 5-mal. Ich glaube, dass ich eigentlich fertig bin. Habe ich tatsächlich eine vergessen? Ich weiß nicht. Aber jetzt kann ich die ja auffüllen. Hier, Gießkanne auffüllen, jetzt steht es auch da. Genau. So. Aber so viel brauchen die doch nicht. Das ist doch nichts mehr braun ringsrum. Vielleicht habe ich es doch einfach schon gemacht. Hatte ich immer noch 5-mal. Muss ich die etwa auch? Nee. Die kann ich gar nicht. Da war es gar nicht möglich. Okay. Nee, also ich bin wohl fertig. Also irgendwie. Ja, irgendwie ist jetzt gut. Ich hatte auch gezählt. Was auch. So, das kommt mal da weg. Vielleicht hat es ja auch noch ein paar Bugs, das Spiel. Ich weiß es nicht. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Ne? Mal gucken, ob morgen hier was gewachsen ist. Mache Feierabend für heute und nimm den Bus nach Hause. Das machen wir, ne? Tag 2. Und wir sind im Frühling. Oh, Errungenschaft. Unglaublich, sieh dir das mal an. Ja, wir gehen jetzt mal gucken. Ihr habt die Errungenschaft nicht gesehen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ein Stück rausgeschnibbelt. Weil, ja, ihr die Errungenschaft nicht sehen könnt. Was ist das denn für... Das ist der Grafikstil, oder? Ja. Ja, wir übersehen es einfach. Das Fahrrad sieht ein bisschen komisch aus. Da will doch keiner mit fahren, oder? Vielleicht ist es einfach kaputt. So. I think that's enough for one day. There's no rush with any of this. You should have time to explore anyway. Du solltest auf jeden Fall auch Zeit haben, dich umzusehen. Just keep an eye on the time. Make sure to get some rest at the end of the day. Okay. Wir sollen es nicht überarbeiten. Das ist doch gar nicht so ein schlechter Tipp. Das Brett ist leer. Schau später nochmal vorbei. Du hast keine aktiven Anfragen abzuliefern. Naja. Und Post haben wir auch nicht. Wow, guck, wie wahnsinnig schnell die gewachsen sind. Das ist, wenn man 3-mal gießt oder so, 4-mal. Es ist Zeit. Drücke T, um die Zeit anzuzeigen. T. Aha, morgens um 9. In gardening, patience is key. Sometimes all you can do is wait as your plants grow and flourish. If you want, just take the bus home. I won't be able to meet you tomorrow, but I'll write you a postcard. Check the postbox when you get here in the morning. See ya. Ja, ciao, ciao. Die schreibt jetzt schon die Postkarte wahrscheinlich, ne? Und dann schickt sie die ab. Gut. Jetzt habe ich dich erwischt. Aber ich habe dich nicht so richtig gesehen. Vielleicht müssen wir nächstes Mal ein bisschen mit der Kamera nach oben fahren. Jeden Tag streicheln wir dich, oder? Wenn wir es vergessen, dann bin ich traurig. Wir haben hier ein R. Ah, ein R für Anfragen. So, geh für heute nach Hause. Jetzt muss ich schon wieder nach Hause. Ich kann es nicht benutzen. Eichhörnchenbank. Das muss man aber nicht nach der Reihe machen. Oder öffne das Gewächshaus. Mhm. Lass den Schutt wegräumen, okay. Organisiere einen Gartenschlauch. Das klingt nach einem guten Tipp. Was haben wir denn hier alle? Aha. Das hat die Robin noch eingeplant gehabt. Oh, wie hübsch.
Ja, da ist die Bank, die wir wollen. Eichhörnchenbank. Da steht auch wieder Robin drauf. Ja, sie ist ja verstorben, das haben wir ja am Anfang gehört. Beziehungsweise gelesen. Ich habe es gelesen, ihr habt es gehört. Die, wo Englisch können, haben es gehört. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich nach Hause, ne? Keine Samen mehr da, kein nix. Aber was heißt das hier? Aber das hier ist echt schön. Guckt euch diese tollen Pflanzen an. Hier, denen geht es gut. Aber wenn ich jetzt die wegmache, was ich jetzt nicht mache, würden wir dann Samen wieder kriegen oder kriegt man die nur, wenn die vertrocknet sind? Ich weiß nicht. Aber wir können es natürlich erstmal umschauen. Dann hauen wir wieder ab nach Hause. Oder machen wir das dann in der nächsten Folge? Ja, ich glaube, machen wir in der nächsten Folge. Auf, oh, wie hübsch die sind. Guck an, wie hübsch die sind. Ist ein bisschen schnell hier alles. Ui. Ja, also, wir können uns nicht beschweren, dass wir nichts sehen würden. Wir können ganz nah ran hier. Unsere ersten Fotos. Unsere ersten Blumen auf Fotos. Ui. Ich fühle mich wie eine Ameise. Wie schön. Wo sehen wir die überhaupt? Wo sehen wir die Fotos? Oh, ja stimmt, Rucksack. Wir haben Rucksack öffnen gedrückt und hat ja direkt gelabert. Das heißt, wir haben den Rucksack gar nicht gesehen. Das ist ja ein knuffiger Anhänger. Ist das ein Stein? Oder ist das, weiß ich nicht. Auch mit Flickwerk hier oben und dort und ein Blatt hängt raus. Schön. Stapel übertragen, Stapel bewegen. Na, guck mal, da können wir unser Werkzeug schon alles reinmachen. Ist hier denn das Eichhörnchen drin für die Bank? Schön. Oh Leute, ist das ein schönes Spiel, oder? Ich versuche auch, mich langsam zu bewegen. Die Mauseinstellung und so, die Geschwindigkeit, die war ja am Anfang sowas von krass schnell eingestellt. Da hätte ich selber auch nicht zugucken können. Keine Sprinkler angeschlossen. Naja. Das heißt, irgendwann müssen wir auch nicht mehr mit der Gießkanne rumrennen. Braucht ihr Wasser? Ihr braucht Wasser. Zum Glück sind wir noch hier. Ja, sie hat ja gesagt, jeden Tag, ne? Jeden Tag Wasser. Wenn wir ganz viele Pflanzen irgendwann haben, dann wird das schon, ja, eins unserer Hauptaufgaben vielleicht. So, du auch noch. Ganz toll. Habt ihr alle Wasser? Ist es schon wieder trocken? Nee, ne? Das sieht nur so aus. Okay. Gut, Leute. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Da werden wir mal gucken, was uns am nächsten Tag erwartet. Euch noch viel Spaß mit dem anderen Video oder mit der nächsten Folge, falls sie schon da ist. Und ja, dann mal. Bis bald. Ciao.